Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Guten Morgen und frohe Ostern. Wir feiern heute die Auferstehung von Jesus Christus. So wollen wir heute gemeinsam singen, beten und die Geschichte von Jesus Christus hören. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Fröhlich feiern wir heute. Ich war schwach, aber Gott ist meine Stärke. Ich hatte keine Stimme, aber Gott singt in mir. Ich war verletzt, aber Gott macht mich heil. Heute erkenne ich wie nie zuvor, Gott bleibt Sieger. Davon wird in allen Häusern gesungen. Gottes Recht besteht. Gottes Gerechtigkeit herrscht. Ja, so ist es und so bleibt es. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Fröhlich feiern wir heute. Ich war am Ende, aber Gott fängt neu mit mir an. Ich lag am Boden, aber Gott hebt mich auf. Ich lebe. Ich kann Gottes Taten in die Welt hinausrufen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Fröhlich feiern wir heute. Gottes Gerechtigkeit ist wie ein offenes Tor. Ich kann hineingehen. Ja, Gott selbst hat mir dieses Tor geöffnet. Dafür will ich ihm danken. Gott, du hast mich gehört. Du hast mir geholfen. Danke. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Fröhlich feiern wir heute. Schaut hin. Ein Wunder ist vor unseren Augen geschehen. Ein Wunder Gottes. Stellt es euch so vor. Die Bauleute warfen einen Stein fort, denn sie meinten, dass er für das Haus nicht zu gebrauchen ist. Und nun trägt dieser Stein das ganze Haus. Ohne ihn könnte nichts bestehen. Ja, das ist das Wunder vor unseren Augen. Schaut hin und ruft mit mir, dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag, fröhlich feiern wir heute. Amen.
erzählen jetzt die Geschichte von Jesus' Auferstehung an Ostern. Als Jesus in Jerusalem einzieht, freuen sich viele Menschen in der Stadt. Sie begrüßen ihn mit Palmwedeln und verehren ihn wie einen König. Die Herrscher der Stadt werden wütend, weil sie keinen neuen König haben wollen. Sie lassen Jesus festnehmen, weil er sich König genannt hat, und töten ihn am Kreuz. Jesus Freunde nehmen Jesus vom Kreuz und bringen ihn in eine Grabhöhle, wie es damals üblich war. Sie wälzten einen großen Stein vor den Eingang, um ihn zu schützen. Die Auferstehung. Es ist ganz früh am Morgen. Die Vögel zwitschern. Der Himmel wird langsam hell. Die Sonne geht gerade auf. Da machen sich drei Frauen auf dem Weg zum Grab Jesu. Sie sind sehr traurig, denn sie haben Jesus 2 Tage zuvor begraben. In ihren Händen halten sie wohlriechende Öle. Damit wollen sie Jesu Leichnam einreiben. Das nennt man Salben. Plötzlich müssen sie an den großen Stein denken, der vor das Grab gerollt worden ist, um es zu verschließen. Zu jener Zeit wurden die Toten manchmal in einer Art Höhle begraben. Die drei Frauen fragen sich: Wer wälzt uns den schweren, schweren Stein weg? Ihre Schritte werden immer schneller. Sie sind ganz aufgeregt. Auf einmal bleiben sie stehen. Sie machen vor Schreck ganz große Augen, denn von Weitem sehen sie, dass der Stein weggerollt worden ist. Wer hat das getan? Ist schon jemand hier gewesen? Sind etwa Feinde gekommen? Sie nehmen all ihren Mut zusammen und gehen bis zum Grab. Doch da erschrecken sie wieder. Da steht jemand im Grab. Sie erblicken einen leuchtenden, hellen Engel. Dieser Engel spricht: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Er ist nicht mehr hier, denn er ist auferstanden. Kommt her und seht, dies ist die Stelle, wo er gelegen hat. Sie schauen auf die Stelle. Und tatsächlich, sie ist leer. Sie können es gar nicht glauben. Der Engel spricht wieder zu ihnen. Erinnert ihr euch nicht? Jesus selbst hat früher zu euch gesagt: Ich werde sterben, aber nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Geht nun hin und erzählt seinen Jüngern, dass es wirklich so geschehen ist. Ja, das wollen sie tun. Sie laufen schnell zurück. Aber ein bisschen Angst haben sie schon. Es ist alles so unglaublich. Doch da kommt jemand auf sie zu. Es ist Jesus. Er steht nun vor ihnen. Und sie fallen auf die Knie und können sich endlich freuen. Jesus sagt: Erzählt es meinen Jüngern. Und plötzlich ist Jesus wieder verschwunden. Doch die Frauen sind sich nun sicher, dass Jesus lebt. Voll Freude laufen sie in die Stadt. Sie rufen zu den Jüngern: Jesus ist auferstanden! Der Herr ist wirklich auferstanden! Doch die Jünger können es nicht glauben und sagen zu den Frauen: Ihr habt geträumt.
aber die Frauen haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Jesus ist auferstanden. Gemeinsam wollen wir beten mit dem Gebet, das Jesus selbst uns beigebracht hat. Wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so begleite Gott euch heute und alle Tage mit seinem Segen. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.